Ist ja auch bloß zu verkaufen da, oder? Ich meine, regeneriert kaum LP, gibt mir nur ein bisschen Ausdauer dazu. Ist da, was das angeht, eigentlich genauso wie so ein ganz normale Beere. Mit dem Unterschied natürlich, das ist klar. Wo war ich jetzt wieder? Oh. Dass ich hier noch ein bisschen was als Kochzutat nutzen kann. Das kann ich aber an dir bei vielen Sachen und das kommt trotzdem nicht hin. Komm, ich nehme 4 und schmeiß die weg und verkauf die. Sollte doch ganz nett sein. Ein bisschen Profit machen. Ach, siehst du, die habe ich auch noch. Ah. Und ich weiß immer noch nichts mit dem Kürbis anzufangen. Ich meine, ich hatte die Option, was zu machen, aber ich glaube, ich hatte nicht die Menge daran. Das checke ich gleich nochmal. Checke die, check, check, check. Das müsste ich auch wieder reinhauen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wohin. Warte, das sehr. Das war dies. Ich habe noch ein bisschen Kokossaft. Also ich mache mal ein Dessert rein. Das wird dann nochmal entsprechend das andere Ding geben. Einmal ist es okay. Ich muss ja normal vergleichen, gibt alles nichts. Und hier, Gärungsfass tatsächlich mit dem Kürbis. Und ja, ich brauche mehr davon. Die Frage ist, was bei rauskommt. Das werde ich auf jeden Fall testen, bevor ich es mache. Also einmal mit Speicher quasi. Safe Space sozusagen. Damit ich ja nichts Ey, wenn ich gleich haue. Verliere. Dann hört ihr echt nur noch so klatschen, Junge. Ich kann ja, dir ja mal deine Zähne einzeln aus der Fresse treten, echt, ey. Oder schulde dein Rückgrat aus dem Hals, Junge. Aus dem Hals, Junge. Da, wo es reingehört, rausgehört, rausgezogen werden muss. Okay, das hier weg. Zack. Und ja, mich. Bräuchte da mal ganz kurz. Käse, Käse, Käse. Ich habe echt mehr Tierchen. Also für Milch reicht es nicht aus hier. Die Eierproduktion ist total krass. Die Milchproduktion. Upala, ach, Kacke. Lässt verglichen mit dem, was ich herstellen kann, doch ein bisschen zu wünschen übrig. Das ist echt das Ding nach vorne gerutscht. Das ist ein bisschen blöde. Naja, gut. Ich kann ja nicht Modellsonne sortieren beim Spiel. Das ist auch so eine kleine Krankheit, die ich bemängeln würde. Ganz kleine, klar, nicht klar. Ufa-Biom! Kann ja heute sowieso nichts machen, weil storymäßig habe ich nichts weiter. Ich kann mir ein bisschen leveln gehen im Schloss. Ist halt auch nicht so super sinnvoll. Weil die jetzt zwischen da aber nicht mal mein Level haben. Und ich dann entsprechend wenig Punkte bekomme und alles. Ah, hier ist auch nichts weiter. Ich könnte mal Ton sammeln gehen, das wäre eine Idee. Ich glaube, was mache ich? Ton sammeln. Dammit, ich hab's geahnt. Alles, alle. Also nochmal Pfefferon kaufen hier. Ich könnte, siehste, noch ein Gerät herstellen, was Pfefferon verarbeitet, wäre eine Idee. Das weil ich kriege so viele davon, ich kriege die nicht, sind alle noch da. Warte ganz kurz, hab ich jetzt vergessen zu gucken. Ich habe 20 bekommen. Ich habe hier nochmal 21 Plätze frei. Auf meiner eigentlichen habe ich 6 Plätze frei. Ufa-Biom zähle ich gar nicht erst. Das ist auch nicht so super relevant für mich. Da. Ist nur erst, wenn es hier wieder komplett leer gegrast wurde, würde ich sagen. Zack, zack. Ah, ich habe da noch neulich gemeckert, ich brauche hier mal Geld, Geld, Geld und ich habe davon übrigens. Jetzt ist immer alles wieder weg. Jetzt habe ich doch sehr viel gerade und wiederholt sehr viel. Jetzt bin ich, glaube ich, in dieser Zone drin mit dem Profit, wo da ordentlich was zusammenkommt. Aber gut, ich gucke mal ganz fix da rein. Ich habe noch viel Zeit am Tag. Noch viel, viel Zeit. Zeit ist Geld. In Harvestella sowieso. Und guck nochmal hier. Ich glaube, ich hatte tatsächlich bloß. Nee, doch. Ich habe doch ein Gewürzmörser 2 draußen stehen, oder nicht? Heilige Chronomaliehöhle sammeln. Ist das jetzt bei der letzten Chronomalie gewesen oder ist jetzt der Brunnen gemeint, was ja auch eine Höhle ist? Glaube ich nicht, das ist ja Quatsch, das kann eigentlich sein. Ja, gut. Also habe ich den Helden, habe ich den Dunklen, muss ich gleich mal gucken. Weil ich kann nur eins reintun bisher. Das muss eigentlich der Helle sein, der Dunkle, der nicht so gute, Level 1er. Der Level 2 wird mir sehr helfen, das jetzt zu beschleunigen mit dem ganzen Geld und so weiter. Gar keine Frage. Ja, Level 1, okay.
Aber auch okay, ich habe beide. Das dazu. Das dazu. Aber noch einer, wenn ich verkehrt dann. Aber gut, ich weiß zumindest, ich hab's. Und siehst dann mal Chaosgerät, habe ich fast vergessen. Und das kann mich da raus, das war als Spruch für Waffen genutzt. Was genau kam aus dem hier nochmal raus, was ich von mir alles habe? Weiß ich auch nicht genau mehr. Ah ja, ist auch Geld. Weg damit. Ist offenbar nur für Geld, also immer her damit. Das gab ja auch Geld, ne? Tschüss. Dam, dam, dam. Ich hab nichts von meinem Laden. Voll blöd. Mein Gemüsemarmelade, wie gesagt, das bringt mir das gleiche. Das Einzige, was es hier bringen könnte, das reinzumachen. Wenn das dann 10, mehr als 10, aber es gibt ja, glaube ich, weniger als 10 Marmelade raus sogar, oder? Habe ich ja schon mal. Habe ich, glaube ich, auch schon mal getestet gehabt. Muss ich mir alles aufschreiben eigentlich. Aber ich habe es ungern dann ein Gretchen, was jetzt nichts macht über den Tag. Das ist Verschwendung irgendwie. Aber 10 Beeren reinhauen? Oh, ich weiß nicht. Dann am Ende muss ich 10 Marmelade rauskriegen oder sowas. Lohnt sich ja auch nicht letztendlich. Ich bekomme ein bisschen Geld vielleicht davon. Ein bisschen mehr als von den Trauben selbst. Aber im Großen und Ganzen gibt es mir das gleiche an Ausdauer zurück. Wahrscheinlich einen ziemlich ähnlichen Wert an Leben. Also absolut vernachlässigbar im Kampf. Ich esse mal ein Stück. Oma! Ach, die baue ich ab! Noch besser! Die baue ich ab? Geil. Die werden nicht viel Geld geben, aber baue ich einfach ab. Krass. Ja, die Bären kosten eine Schüssel, aber trotzdem sind sie erstmal weg. Und ich weiß halt nicht genau, ob ich aus diesen 10 auch 10 rauskriege. Ich habe das so mal Gefühl, aus diesen 10 Bären werden dann nur noch 4 Bären. Und irgendwas hatte ich gehabt, das hat halt weniger gegeben, als ich reingegeben habe an reiner Menge. Und ich brauche die ja jeden Tag zum Regenerieren meiner Ausdauer aktuell. Das würde ich jetzt ungern sabotieren durch diese Aktion. Ach ja, noch 2, siehste. Oh, ich habe mich vergessen gehabt. Ich habe gesagt, 20 Mal Peperone und alles andere ohne. Sagt mein Geld. Mein Geld sagt, hol dir mal endlich eine große Farm, du Idiot. Hat noch Zeit, hat noch Zeit, hat noch Zeit. 6 für die Farm. 6 für die Farm. Komm, gib ihm. Rucksack. Braucht keiner. Ja, bei dem Preis, ganz ehrlich, ich komme wunderbar klar mit meinen 4 Zeilen. 5. ist nett, klar, aber es ist so teuer, da mache ich echt lieber eine Farmarbeitung vorher. Warte, wir haben ja auch mittendrin noch mehr. Ich könnte mir noch mal die anderen Sachen holen. Was heißt die anderen Sachen? Eins, das hier oder das hier. Ich könnte mir doch tatsächlich einen Kürbis holen. 6 Stück, wenn es danach geht. Gibt halt mehr Geld. Und ich kann die 11 Tage warten. Und wenn ich auch nicht verarbeite danach, ist mir egal. Hauptsache, es gibt mir ordentlich Asche. Ich könnte auch ein bisschen auf. Ich kann generell eigentlich keine Wuffeln kaufen bis zum Erbrechen. Ist nicht teuer. Ich brauche die im Winter. Die sind jetzt alle. Die müssen sich aufladen. Lohnt sich. Und es, komm. Kaufe ich auch auf Pump quasi. Ist ja völlig in Ordnung gerade. Das kann ich machen. Ich habe immer noch fast genug Geld, um die Farm zu erweitern, wenn ich wollte. Ist doch völlig in Ordnung. Gut, den Rest kaufe ich jetzt. Ist halt bei Regenbogensamen. Ich werde die auch schon noch anbringen können, allesamt. Aber wenn ich jetzt keine Ahnung, wie viel davon kaufe. Und das sind ja wiederkehrende Pflanzen. Und die brauchen 6 Tage. Irgendwann ist es dann doch knapp mit Einpflanzen. Und das lohnt sich einfach nicht mehr dann, weil der Profit nicht mehr kommt, wenn ich die nicht 10-mal ernten kann. Übertrieben gesagt. Ja, habe ich schon mal, Kurin. Mehrere Höhlen. Ich glaube, alle Höhlen, die wir haben, habe ich schon gemacht mit dem Ding. Ne, Eingang. Ich muss ja noch
Ist eigentlich egal, ob ich nach Hause oder Eingang, aber ich habe das ein bisschen schneller. Jetzt noch 21 oder 22 Feveronen. Ich kann auch bis nach Pump kaufen, wenn wir noch ein bisschen was davon haben. Ich habe gar keine Probleme mit. Warte, was war's? Oh! Da ist Story sich gerade. Ich kann doch Story machen heute, okay. Aber erstmal kaufen, dann Sekunde mal Lieder drüben hin. Denn ich wollte ja Ton sammeln noch nebenbei. Ach, all diese schönen Sachen immer. Übrigens werde ich heute nicht allzu lange spielen, weil ich kam gestern spät ins Bett, weil ich Ancient Odyssey gesuchtet habe. Und entsprechend bin ich heute relativ müde aufgewacht und morgen muss wieder früh raus, daher mache ich nicht zu lange, sonst kratze ich wieder den Sport weg, das will ich nicht. Sport ist ja wichtig, ne, ist klar. Feveronen. Körkraft auch, okay. Ich meine, ich habe gerade so viel davon einfach. Ich meine, das Schöne an den Dingern hier ist, mehrfach Erntung, 3 Tage und fertig und aus. Und ich muss sie nicht weiterverarbeiten, ich kann die guten Gewissens gleich verkaufen, das ist natürlich nicht schlecht. Das ist also unmittelbarer Profit, der Rest dauert halt immer noch. Ich habe wieder 30 Feveronen oder sowas in meinem Inventar, ich habe hier auch noch einiges. Ich habe zu wenig Sachen, um das alles zu machen. Also, absolutes Limit heute ist 21.30 Uhr, Kurin. Aber ich habe tatsächlich eher 21 angepeilt, aber ich guck mal. Weil wir haben jetzt gerade 1 Stunde 40 Minuten aufgenommen. Jetzt auf 15, also bis Viertel. Ich würde sagen 21.15 Uhr. Bis dahin spiele ich noch. Dann habe ich nochmal 2 Folgen voll. Das ist echt die große Frage. Pass mal auf. Ich bin ja schlau. Ich guck mal, ich mache es einfach mal. Ich guck mal genau an, welches. Ich habe es irgendwo auf meinem Handy, die Seite dafür. Wo die Kosten-Nutzen-Faktoren genannt werden. Und ich gucke jetzt einfach mal, was von beiden etwas sinnvoller ist. So. Das nehme ich mir jetzt einfach mal raus. Mit einem Let's Play. Was soll's? Da nicht. Da. So. Schwitzschoten gegen Feveronen. Und Currykraut. Okay. Das hier ist das schlechteste von allen dreien. Hätte ich nicht gedacht. Feveronen ist toll und... Oh, das Beste sind die Feveronen. Überrascht wenig, weil es noch die teuersten letztendlich. Aber das ist aber, finde ich, aber tatsächlich gut. Das heißt, ich kann mir jetzt ein paar davon holen. Am ehesten noch. Wie gesagt, das dauert halt Ewigkeit, das wegzukriegen nachher. Dann kann ich Currykraut jetzt einfach komplett weglassen. Das ist angenehm. Hat bescheid nichts zu tun, Okachi. Ich kann es bloß nicht merken. Ich habe es mir selbst nicht aufgeschrieben. Das ist absolut nicht bescheißen. Zack. So. Reicht dann auch. Karwuffel vielleicht noch ein paar, wenn ich mal hier bin. Wobei, das ist auch Quatsch, jetzt so viel davon zu kaufen. Das ist ja nicht teuer eigentlich, aber dann wiederum. Haben für 10.000. Ah, ich hoffe es alle. Okay. Dann haben wir halt direkt was für den Winter. Läuft. Ach, hör auf zu jammern und geh in den Keller fürs Jammern, Mukachi. Ganz ehrlich. Du kannst dir alles wohl immer selbst ausrechnen im Spiel. Ich komme im Let's Play nicht dazu, das ist der Haken. Hatte ich auch tatsächlich mal gemacht gehabt in meinem ersten Run. Ich habe es nirgendwo aufgeschrieben. Oder wenn, habe ich es vergessen, wo es ist. Ich finde es nicht mehr. So gesehen. Was soll's. Ach. Nur Katsch hier bloß seine Tage. Nur Kurin. Spring nicht drauf ein. Muss ich drauf ansprechen. Lohnt sich nicht. Da. War hier vorne direkt was gewesen? Ich glaube schon. Ja. 2 Spots für Ton. Spotify. Das Gras brauche ich ja nicht unbedingt. Aber der Ton brauche ich. Mal sehen, ob ich da Glück habe. Nö. Natürlich auch nicht. Wäre ja auch zu leicht, ha? Mampf. Mampfen ist wichtig. Für die Proteine. Ne, Nukachi?
Also Bescheid. Zack, zack. Kleiner Pilz. Rotes Blatt. Gaben die mir Sachen, die ich brauche? Ich glaube nicht, ne? Aber sterben müssen. Was? Immer noch nicht gekillt? Ich bin inzwischen so viel Level höher als beim letzten Mal, als ich hier war. Und ich müsste inzwischen mit einmal. Der war damals schon fast tot. Ton. Das ist auch noch so ein Ding. Siehst du, das aber noch nicht gemacht. Ja, dangerous und so wie tot, Leute. Wir haben einen hohen Level. Wobei er den höheren als ich, aber. Ist egal. Komm. Das war mal kalt, das Vieh. Oh, schon gebrochen hier, die Typen. Da war die anderen aber viel schwer gewesen hier im Dungeon von der Krönung des Wassers. Hey, Scheiben tot! Das ist ja einfach. Weil ich bin doch höher, ich bin 44? Oder bin ich 42? Ja, ist ungefähr Pi mal gleicher Level. Aber beim anderen war ich deutlich über Level gewesen und sie hat mir auch nicht zugesetzt. Das war frech. Au. Wechseln mal bitte. Danke. Autsch. Ui. Schlichter Antiwasserring. Achso, gut, das geben die alle, ne? Gott, für die Sammlung. Haben auch das gemacht jetzt. Eine Furcht mehr besiegt. Jetzt habe ich. Nee, gar nicht wahr. Im aktuellen Dungeon, im Schloss Lewis, habe ich noch keinen Furcht besiegt, logischerweise. Das ist ja auch der höhere Level dann. Aber bis dahin habe ich jetzt alle Furchtis, alle Gefürchteten habe ich hier was besiegt. Die es bis dahin gab in der Story. Läuft. Kann man direkt gucken, wie viele es sind tatsächlich. Bin da ein bisschen neugierig. Ich habe 8 von 4. Ich habe ein Drittel von denen, was es gibt an Furchten. Okay, klar. Den hier kenne ich zumindest schon. Der war ja gewesen. Ich meine, das war der gewesen, den wir da im Schloss Lewis hatten. Also gesehen habe ich ein Drittel. Besiegt habe ich aber noch kein Drittel davon. Alter. Das heißt, wir müssen noch mal dreimal so viele Dungeons machen, wie wir bisher hatten. Wie groß ist denn das Spiel? Das ist Wahnsinn. Wobei Gegner wiederum habe ich über die Hälfte. Hä? Das kommt mir nicht ganz hin. Das kommen bestimmt nachher viele Furchttypen auf einen oder zwei Dungeons, wa? Das ist ja ulkig. Wir haben so viele Bosse, wie wir Furcht haben. Und ich schätze, meine Gegner wiederholen sich auch ein bisschen irgendwie, ne? Ich meine, du hast ja diese Pflanzen in diversen Ausführungen, auch hier, wie sie sind. Aber ja gut, das haben andere Farben. Deswegen ist so. Ach, das ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ach, echt bin ich XP hier, meine Fresse. Mann. Der ist sau viele. Aber das Spiel ist halt wirklich viel größer, als man denkt, storymäßig. Das ist schon krass. Für so ein Farming-Game. Ne? Ist schon krass. Aber es ist doch gut so. Das ist keine Kritik, das ist das Gegenteil einer Kritik. Das ist ein Lob an dieser Stelle. Das ist eindeutig ein Lob. Trotzdem hätte ich noch ganz gerne noch so einen Gewürzmörser Level 2. Einen weiteren. Wenn ich wüsste, wo ich die Dinger herbekomme. Dieses Staubzeug. So ganz gezielt herbekomme. Wäre schon gut. Und nochmal 3. Ah ja. Höhlenbiom. Ah genau, sie wollte ja. Ach, das war die Nordstube, die sie meinte. Ach so, dann will sie bestimmt dahin, wo sie gefunden wurde, die Aria. Jetzt kommt sie erst gerade. Da wollte sie hin. Wieso? Du musst nach unten scrollen bei den Gegnern. Ich habe doch die Zahl gelesen, die hier links stand, Kurin. Wieso scrollen, wenn ich die Zahl gelesen habe? Das ist doch doppelt gemoppelt. So, dankeschön. Karwuffeln ohne Ende. Ja, doch, farm. Passt schon. Dann nochmal nach Lethe und die Hauptstory ein bisschen weiter verfolgen. Das Kind hier, das steht sich echt schon seit Monaten die Beine in den Bauch. Aber soll's machen. Das ist eine Lektion fürs Leben. Denke ich. Dummes Kind.
Hallo. Nördlicher Herr. Sie hat aber nicht Dorfplatz gesagt, sondern bloß nördlich irgendwas. Ja, Kurin. Und ja, schaffst du es mal zu 100% mit den ganzen Furchts. Viel Spaß. Ja, du hast also meinen Brief gefunden. Oh, alle wieder da. Das habe ich nicht erwartet. Warum sind jetzt alle hier? Überraschungsparty? Party, Party? Party hard? Schon vergessen. Das gerade nicht so gut überrascht mich jetzt, aber... Schon vergessen. Wir sind hier, um zu erfahren, was dem Speicherschiff ist, die Geist zurückgelassen hat. Keine Ahnung, warum ihr alle hier seid. Ich weiß, dass ich hier bin, deswegen, aber... Eine Fee bat ihm und mich vor kurzem herzukommen. Ah. Mich auch. Ja, meine Armflügel sind schon so erschöpft. Naria ist grausam zu uns Feen. Ja. Ja, ja, krieg du mal deinen Pico ab. Drückst du deinen Pico ab, wenn wir fertig sind, alles klar? Wer, wenn nicht? Du hast schließlich es versprochen und so. Hm? Ja, bis später, Sephiroth, Zerstörer der Welten. Ich hab da auf der Farm zu tun. Schmarotzen nämlich. Wusch! Was für ein Abgang. Und keiner wollte sich in der Fee gesehen zu haben, weil außer Arya kennt ja nicht keiner von den Leuten hier. Gut, okay, die wurden von ihr geholt, aber trotzdem. Also, was ist das denn, Speicherschippe? Gute Frage. Ich weiß ungefähr, wie das Ding funktioniert, aber ich bin keine Expertin. Diantos weiß vielleicht mehr. Könntest du dein Wissen vielleicht mit uns teilen? Es tut mir leid, selbst jetzt sind wir noch durch strenge Datenkontrollen eingeschränkt. Seit Geists Angriff befindet sich das Schloss der Illusion in Aufruhr. Ich hielt kaum die Erlaubnis herzukommen. Du meinst, um uns zu überwachen, ne? Sag doch, wie es ist. Das ist nicht die Wahrheit. Die Informationen in Geists Speicherschiff sind auch für uns von großem Wert. Aber wir haben entschieden, dass es von größerem Wert ist, eure Sicherheit auf dem Pfad zu gewährleisten. Tja, noch ein Aspekt eurer geheimnisvollen obersten Direktive, Star Trek lässt grüßen, Nicht, dass wir eine Ahnung hätten, was das umfasst. Du kannst wohl immer noch keine Details preisgeben, oder? Ich fürchte nicht, nein. Spielt das eine Rolle? Im Notfall können wir ihre Hilfe gut gebrauchen. Wir finden sowieso bald selbst alles heraus. Wir haben verstanden, wie man das Ding nutzt. Also, wie verwenden wir ihn? Ich erinnere mich an einen Terminal auf dem Kristallding, in das wir den Chip wahrscheinlich reinstecken könnten. Dann los. Geht's jetzt alleine rein, ja? Okay. Ah, hier ist es. Mal sehen. Wenn ich einfach das hier mache und... Ah, waren wir da nicht schon mal drin gewesen? Wieso ist es wieder zu, das Teil? Sesam, öffne dich. Läuft. Okay. Na, guck, was da drin ist. Los, Leute, kommt dran. Winke, 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 winke. Nein, was macht's denn nicht? Innere des Kristalls. Pechschwarz. Genau wie vorher. Ist der Kristall, dass du mir gekommen bist, das hier, Arya? Das würde bedeuten, dass das... ich habe den Strom gefunden, Leute. So sah es nicht aus, als wir sie gefunden haben. Könnte Zeitmaschine sein, ha? Sowas habe ich noch nie gesehen. Das sieht nicht mal echt aus. Wie ein Schiff. Ist das nicht offensichtlich? Wenn Arya dem Ding hier angekommen ist, dann muss es eine Zeitmaschine sein. Hammer. Eine Zeitmaschine? Ja, ein Schiff, das die Zeit selbst durchqueren kann. Ja, das gibt's also wirklich. Wie fabelhaft. Das wurde in Arias Zeitalter gebaut, ha? Das ist unmöglich. Selbst ich habe noch nie eine echte Zeitmaschine gesehen. Was nicht heißt, dass wir keine Theorien darüber hätten. Aber wie konnte diese Theorie niemals umsetzen? Darum war ich immer davon ausgegangen, dass meine Ankunft das Ergebnis einer Zeitkatastrophe gewesen sein muss. Oder sowas in der Art. Arya, ich habe hier so ein Loch gefunden. Toll, mal sehen, was passiert, wenn wir den Speicherschip da reintun. Ja, schmeiß weg, im Mülleimer.
klar, Kurin. Der Erfinder, der hat Spaß dran. So. Programm zur Terranverschiebung aktiviert. Koordinaten bestätigt. Standort nicht in Datenbank gefunden. Umgebung unbekannt. Überlebensfähigkeit kann nicht bestätigt werden. Bitte Lebenserhaltungslinie lesen. Richtlinie. Und bestätigen. Bestätigt. Bitte die Datenschutzbedingungen lesen. Flup, flup. Typisch. Man liest es halt nicht. Sicher, dass sie uns das nicht mal durchlesen sollten? Das dazu. Nicht mal durchlesen sollten? Da haben wir keine Zeit. Außerdem, ich kenne sowas aus meiner Zeit. Das ist alles Zeitverschwendung. Zeitmaschine. Bestätigung angenommen. Bitte Konsole benutzen, sobald die Vorbereitungen abgeschlossen wurden. Moment mal. Wie war das mit der Überlebensfähigkeit? Geantus, ist das wirklich in Ordnung? Zumindest so viel kannst du uns sagen, oder? Selbst ich weiß nicht, was auf der anderen Seite auf uns wartet. Ich kann euch keinen Trost spenden. Wird schon gut gehen. Es gibt immer ein gewisses Risiko bei wissenschaftlichen Unternehmungen. Das ist ganz normal. Okay. Vertrauenserweckend. Hoch 10. Okay, Sephiroth, der Störer der Welten. Leg den Schalter um, wenn du bereit bist. Ich? Wieso ich? Ja genau, warum ich? Warum nicht du? Ich? Aber ich bin doch der Kopf dieser Operation. Du nimmst die furchtlose Führung und wir alle folgen dir. Klingt, als wäre ich der Kopf und nicht du. Auf in andere Welten, Farm AD. Schauen wir mal. Es scheint keine Einwände zu geben. Okay. Ja, ich warte ja schon gar nicht mehr. Wenn wir den Schalter erstmal umgelegt haben, ist er tot, Leute. Dann gibt's kein Zurück mehr. 3, 2, 1. Killswitch Engage. Ist eine Band, hahaha. Start bestätigt. Terrainverschiebung aktiviert. Extreme Turbulenzen erwartet. Achtung an alle Passagiere. Zeitmaschine. Point of the Return? Ja, hahaha. Auch gut. Klassiker. Guter Song. Guter Song. Sehr guter Song. Ist ja von meiner Band. Kapitel 5. Verlorenes Paradies. Ja. Ich bin wohl zeitgereist. Ja. Ist aber kein typisches Omen. Ein weißes Omen, Fragezeichen. Ha, es wird immer interessanter. Ich muss sie wohl richtig versorgen, was? Ich weiß nicht, ob unsere Anleitung für deinesgleichen gilt, also habe ich vorsichtshalber diese alte mitgebracht. Anleitung? Ja, okay. Bringt es überhaupt was, mit dir zu sprechen, wenn du bewusstlos bist? Ich habe keine Ahnung. Oh je, wie startet man einen Menschen, der vielleicht bewusstlos ist? Nun ja. Ey, diese See, Diantos will mit dir sprechen. Seth, diese Seth. Moment. Diese weißen Omen nennen die Omen, die wir kennen, also Seth. Weil vorhin, was war das für eine Satzzeile? Die Seth wurden ja erwähnt. Ich habe nur vergessen, in welchem Kontext und welcher Satz genau hieß. Okay. Sie sagt, sie hätte eine Frage zum Himmelswahl. Schon wieder? Ja, puh. Kann sie dir nicht einmal eine Sekunde entspannen? Sie ist immer so aufdringlich. Ich kann nicht mal gut mit dem Himmelswahl umgehen. Sein Maul ist mega unheimlich. Megaununheimlich stand da eigentlich, ne? Ja, mal, ich bringe nur eine Nachricht über. Also, den Rest musst du machen. Ja, okay. Plop. Und deine Freundin ruft nach mir. Ich bin gleich zurück, ja? Geh nicht weg. Also ehrlich, die tauchen aus dem Nichts auf und fühlen sich auf, als hätten sie das Sagen. Dieser Geist war auch. Na, ich kenne schon mal Geist. Erwache, Sephiroth, Zerstörer der Welt. Oh ja. Mein Engelchen ist da.
Na du, deine Haare steif auf dem Boden, ist das Absicht? Freut mich, dich kennenzulernen. Oder sollte ich lieber sagen, willkommen zurück? Was? Tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, herzukommen. Du bist viel früher angekommen als erwartet. Ich bin awesome. Aber das ist schon in Ordnung. Zeit zum Abwachen, Sephiroth, Zerstörer der Welten. Ich möchte, dass du dahin zurückkehrst, wo du hingehörst. Kratz, 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 kratz. So, ich komme also von hier, ja? Oh, oder was? Und wo ist hier?